Willkommen zurück zum wahrscheinlich letzten Part und Finale von Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Im letzten Part hatten wir einen schönen Kampf gegen den kranken Crucius gehabt. Wir konnten ihn schlagen, doch dann sind urplötzlich Bowser und Cammy aufgetaucht. Aber auch sie konnten wir besiegen. Nur leider hatte Crucius die Zeit genutzt und hat sich aus dem Staub gemacht mit Peach. Verfolgen wir die zwei, liebe Freunde. Und wir bekommen nochmal einen ultrafeinen Pilz, den wir auch tatsächlich direkt an uns nehmen können. Das ist super. Den werden wir safe noch brauchen, liebe Freunde. Und ihr seht, ich bin geheilt. Und natürlich bestreite ich das Finale nicht nur alleine. Craze, der kleine Mini-Yoshi, muss natürlich auch am Start sein. Das finale Gefecht, es steht vor uns. Yoshi, wo Sehr ist meine schön. Melone? Du darfst nach dem Finale so viel fressen, wie du willst. Sie schnell umbringen. So, aber erstmal packe ich Gumbrina aus, weil wer weiß, was jetzt kommen wird, liebe Freunde. Es führt eine richtig lange Treppe nach unten. Wenn das mal keine Spannung aufbaut. Lucius erwartet uns. Oh. Für den habe ich auch noch Platz? Was habe ich denn verballert? Ach so, meine Sternbinde, glaube ich, stimmt gegen Crucius. Zwei Stück, glaube ich. Aber das ist Ja. gut, Freunde. Jetzt haben wir noch einen Ultrapilz und ein Gelee Royal. Glaube, du hast auch einen Ultrapilz gegen Bowser benutzt. Oh, stimmt, ja, richtig. Aber den habe ich jetzt wieder und ich habe einen Gelee Royal. Also BP-mäßig sieht es jetzt echt gut aus für uns, Freunde. Was auch immer jetzt Das kommen stimmt. wird. Wir gehen hinein. Bedauerlich, Mario. Du bist ein wenig zu spät. Hast du die Deutsche Bahn genommen, oder was? Was? Was ihr da hinter mir seht, das ist der legendäre Staats. In diesem Schrein befindet sich die Anima des legendären Dämons. Des Dämons, der aus Geist und Willen einer mächtigen Hexe entstanden ist. An eurer Sternjuwel werdet ihr entfesselt! Der Körper der Prinzessin wird der Seele des Dämons dazu dienen, die alte Hexe für mich zu erwecken. Deswegen hast du sie entführt? Mario, nur weil ich dir diese Karte geschickt habe, verzeih mir, dass es so weit gekommen ist. Schweig! Mit ihren Hexenkräften werde ich die Welt mit Leichtigkeit unterwerfen! Endlich ist es soweit! Kaiser Crucius! Die Welt ist mein! Also dann, erscheine in unserer Welt, Königin der Finsternis! Oh nein. Das ist nicht gut, Freunde. Hat er es geschafft? Hat zum ersten Mal ein Bösewicht sein Ziel erreicht? Oh nein. Oh nein, Freunde. Das sieht nicht gut aus. Alles verdüstert sich. Rohlingen. Das schöne Koopadorf. Üben weiter. Oh, was ist denn jetzt passiert? Genau, Blödweiler, danke, mir war der Name nur gerade entfallen. Der Baum der Bubus. Im Wunderwald. Bobojo.
Der Himmel, der Himmel! Falkenheim. Was ist denn jetzt los? Der Himmel, es ist so finster. Er wagt es. So lang nach mir. Ich, der neue Weltherrscher. Du? Na gut. Hast du ein Gefäß für mein Amine? Das billige Flitzchen da unten. Das junge Ding scheint annehmbar zu sein. Wie wunderbar. Nun gut. Komm her, mein billiges Flittchen. Oh nein. Sogar Düsterdorf, was jetzt schon so düster ist, wird noch finsterer. Die Isla Corsaria. Hilfe! Bestimmt ist das der Weltuntergang. Selbst in Tulpenbach. Aber der reagiert als einziger noch krass. Sogar bei dem. Ja. Stimmt, Bad Glimmerich, danke. Was war denn das? Es scheint etwas unfassbar fürchterlich passiert zu sein. Gumbart! Meine Güte! Ist der Dämon aus der Legende tatsächlich wiederbelebt worden? Das wäre ja fürchterlich! Ach, das wäre toll! Oh nein! Freunde, ich fürchte, er hat es geschafft! Da bin ich wieder. Körper und Amine passen noch nicht richtig zusammen. Aber ich werde mich schon an den neuen Körper gewöhnen. Prinzess Peaches! Also Don, erledige diese Kreaturen für mich. Meine Königin der Finsternis. Wer wagt es, mir Befehle zu geben? Für wen hältst du dich, erbärmlicher Wurm, hä? Ventrusius, der mächtigste Mann der Welt. Du hast dem zu gehorchen, der dich erwürgt hat. Wag es nicht, mir zu widersprechen. Wirf dich meine Befehle. Sonst wäre ich dich. Halt die Klappe. Hüte deine Zunge, du Wurm. Und wage es nicht, mir Befehle zu erteilen. Noch habe ich wohl nicht meine vollständigen Kräfte wiederhergestellt. Oh, aber darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Was war das, Mario? Ah, Ihr Majestät! Der nächste Plot-Twist, liebe Freunde! Ihr seid zurückgekehrt, meine Königin! Das Schattentrio hat insgeheim für den Dämon, die Shadow Queen, gearbeitet. Brunhilde, viel Zeit ist vergangen seit unserem letzten Treffen. Also gut, ihr habt mir also geholfen, zurückzukehren, ja? Ja. Wir haben diese reine Herz als Domizil für eure Amina gesucht und wir haben die Lüge verbreitet, das gäbe einen Schatz. Auf der Jagd nach danach haben diese Land die Sternjuwelen vereint und das Siegel erbrochen. Gute Arbeit. Aber Eure Majestät, sind wir eures Lobes denn würdig? Brunhilde, wer sind eigentlich diese Figuren dort? Jedenfalls sehen sie verwegen und kräftig aus. Hey, ihr da, wenn ihr meine Diener werdet, verschone ich euch. Was sollen wir tun, Mario? Wir werden doch nicht etwa ihre Diener, oder? Freunde, haben wir eine andere Wahl? Wir haben sie. Wir lehnen ab.
So gestört es das auch klingt. Also gut, ihr wollt euch also auch nicht beugen. Genau wie dieser Narcosius oder wer auch immer das war. Ungewöhnlich. Wenn es so ist, macht euch bereit für meine Vergeltung. Es geht los, liebe Freunde. Der finale Showdown steht wohl an. Welch Torheit, meinen Zorn so leichtfertig herauszufordern. Diese Torheit werdet ihr mit eurem Leben bezahlen. Mario, wir müssen diese Hexe vernichten, sonst wird die Welt... Nein, das ist nicht mehr die Prinzessin. Greift mir hart an. Aber erstmal, Gumbrina, bitte sag mir was über sie. Königin der Finsternis Peach. Was für eine Macht, die vom Peach Körperbesitz ergreift. Das ist die Königin der Finsternis. Sie ist der legendäre Dämon, der die Stadt vor langer Zeit vernichtet hat. Maximal KP 150, Angriffskraft 7, Verteidigung 0. Vorsicht vor ihren Blitzen. Der Dämon kann auch Magie einsetzen oder deine KP absaugen. Außerdem benutzt die Königin der Finsternis das Reich der Schattensaugen. Auch wenn sie in Peachs Körper steckt, du musst sie unbedingt aufhalten. Das ist nicht mehr Peach, also darfst du keine falsche Rücksicht nehmen. Scheiße. Ich habe einiges drauf gehabt. Aber Freunde, ich glaube, das hier wäre jetzt ein verdammt geiler Start, das hier zu machen. Ein Powerblows. Powerblows, die beste Sternattacke des Spiels. Konzentration, Freunde. Oh nein, ich habe den Pilz erwischt, das wollte ich nicht. Hey, wir dürfen uns jetzt keine Fehler erlauben. Welt baut auf uns. Plus 3, plus 2 ist in Ordnung. Damit kann man arbeiten. Guter Start, würde ich sagen, fürs Finale. Hoi. Alter. Und trotzdem noch so Damage. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass sie die Superbombe erstmal kennenlernt, die Gute. Ah, was fällt euch ein? So was Dummes. Oh, sehr schön. 4 immerhin. Guter Start auf jeden Fall für uns, oder? Nein, habt ihr nicht. Seht mal, das kann ich auch. Oh nein. Also Freunde, jetzt wird's echt knackig. Digga, was will die blöde Kuh sonst noch auspacken, ey? Ich meine, die hat sich gepusht, die Kleine. Ja, hat sie. Moment mal, es gab doch die Möglichkeit, Verteidigung zu ignorieren, oder? Okay, es wird immer besser mit meinen Sprüngen. Nein, wird es nicht. Geschlagen. Wie konntest du mich besiegen? Aber deine Kräfte hatte ich ja auf den ersten Blick erkannt. Für wen hält die sich eigentlich, dass sie sagen kann, sie hätten sie geschlagen? Nee. Langsam wird mir mein Körper etwas vertrauter. Es ist Zeit, meine wahre Macht zu demonstrieren. Ja. Yeah. Oh nein. In dieser Gestalt ist euer Angriff für mich kaum schlimmer als ein Mückenstich. Seid stolz, dass ihr mich vor eurer unvermeidlichen Niederlage hergebracht habt. Hohohoho. Freunde, können wir sie jetzt überhaupt noch verletzen? Wir müssen es ausprobieren. Ich glaube, wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Na
Meinst du das etwa einen Angriff? Gib dir doch so viel Mühe, du hast keine Chance. Ah, ja, das hast du nicht. Komm her, mein Kleiner. Und du auch, Freundchen. Jetzt kriegst du noch mal eine rein, ja. Okay, den habe ich zwar geblockt, aber Alter. Leute, wir sollten vereint hinter dem Weltenende stehen. Wir brauchen jetzt keine Hater. Freunde, was sollen wir machen? Wir können sie nicht angreifen. Und wir haben nicht mal mehr BP. Aber Moment mal. Vielleicht kann uns ja der hier helfen. Nicht mal der? Selbst Items wirken hier nicht, Leute. Ja, können wir jetzt nur flüchten, oder was? Oh nein. Und jetzt sollst du meine Kräfte zu spüren bekommen. Yeah. Freunde, ich glaube, wir können den Kampf nicht gewinnen. Oh. Alter, noch ein Hater. Ja, du sollst auf unserer Seite sein. Sie hat gerade deinen Anführer gekillt. Freunde, ich glaube, diesen Kampf können wir nicht gewinnen. Besser wird, aber wir müssen dem Ende der Welt entgegenwirken. Ich meine, seht's euch an. Wir können machen, was wir wollen. Es bringt alles nichts. Was für ein erbärmlicher Wurm du doch bist. Was zur Hölle? Nein! Er hat die Abonnenten getötet. Lecker, damit sind all meine Wunden wieder geheilt. Und du hast keine Zuschauer mehr. Du musst jetzt deinen Kanal auf Null beginnen. Na, wie gefällt dir das? Und jetzt erwartet eure noch gerechtere Bestrafung für diese Bosheit. Wird das nichts, Mario? So weitergeht. Freunde, ich glaube, das ist ein Kampf, den wir nicht gewinnen können. Ich frage euch noch einmal, wollt ihr mit Dünen? Ist es eure letzte Chance? Eine Hexe folgen? Meiner seligen Frau würde das gar nicht gefallen. Also gut, ganz ihr wünscht, dann werde ich euch jetzt den Gnadenstoß versetzen. Auf immer wieder so. Was ist da? Was mit mir? Was? Die Sternjuwelen! Die Sternjuwelen! Oh! Gibt es doch noch Hoffnung, Freunde? Alle kommen sie zusammen. Wir brauchen jetzt all eure Unterstützung, Freunde. Auch ihr Abonnenten müsst uns jetzt unterstützen in diesem alles entscheidenden Kampf. Meine Abonnenten sind tot. Blütenweiler. Ja, aber vielleicht sind das ja Leute, die meinen Kanal schauen, aber noch kein Abo dagelassen haben. Das gibt's ja auch ständig. Ja, das wäre jetzt der perfekte Moment, um den Kanal zu abonnieren. So, Freunde, all eure Unterstützung. Was ist denn das? Herr Bürgermeister, das ist ein Sternjuwel. Aber eigentlich sollte Mario das haben. Vielleicht hat es ja etwas mit dieser plötzlichen Düsterkeit zu tun. Er kann das schon genau wissen. Ob Mario Kupi am Ende etwas zugestoßen ist? Oh, aber... Nein, Kupi, das ist gut. Er hat mir doch versprochen, gesund zurückzukehren. Auch ihr Bubus, wir brauchen euch. Sternjuwel. Ach so, wie bist du? Was?
Nun gut, manchmal geschehen eben seltsame Dinge. Zur seltsamen Zeit. Wie kannst du denn so gelassen bleiben, Boboma? Boboio, Mario ist in Gefahr. Die Stenium ist sicher hier, um uns das mitzuteilen. Uns Abonnenten. Was? Aber das kann doch nicht... Doch, natürlich. Jetzt wird alles klar. Das Stenium will uns etwas mitteilen. Mario und seine Freunde kämpfen schließlich dafür, die Welt zu retten. Mario, Ariona, haltet durch. Ja. Bei Ariona auch so viel Mann. Ja, haltet durch. Gebt alles, los. Warum Ariona? Hä? Und natürlich auch Falkenhayn. Bomba, nein, Mario. Sicherlich kämpfst du gerade an einem fernen Ort für uns. Und durch diese Sternhügel können wir deine Gefühle erahnen. Ich kann dir nicht helfen. Aber in Gedanken stehe ich dir bei. Mario, du musst siegen. Jo, du schaffst das, Bomba. Hey, Bomba. Wer mich besiegt hat, verliert gegen niemanden. Genau, du hast uns sogar besiegt. Du schaffst das. Ja, du schaffst das. Wir alle sind gedankt bei dir. Spürst du deine Kraft, Bomba? Spürst du unsere Kraft? Go! Ey, komm, besseres Atmo fürs Finale gibt es nicht, oder? Alle unterstützen uns, Freunde. Halte durch, du siegst, ja. Halte durch, Barbara. Du siegst. Was, Barbara? Mario ist sicherlich in großer Gefahr. Wenn er verliert, wird diese Welt für immer in Dunkelheit versinken. Was sagst du dazu, Craze? Ja, wir müssen absolut, wir müssen gewinnen. Und auch fertig. Ich mach mir Gedanken um diese kleine, immer begleitete Hoffnung. Geht es mal gut? Keine Sorge, Mario wird nicht verlieren. Wir müssen nur dran glauben. Don't stop, believe it. So ist es. You just gotta believe. Mario, du musst gewinnen. Kämpfe. Siege. Was soll das? Eure Stimmen sind viel zu leise. Bartop, du musst gewinnen. Kämpfe. Kämpfe. Nochmal! Kämpfe! Los! Ey, Bardop! Mein Gott, welchen Holz hat echt das Säbel geschnitten? Kämpfe! Schaffst das! Viel Glück! Schaffst das! Oh, ist die Brücke gut geht? Mach dir keine Sorgen, Brayanti. Luigi wird mein bester Schüler, war mein bester Schüler. Er wird die Welt retten, das steht ganz außer Frage. Aber trotzdem, es ist alles sehr besorgniserregend. Ich hatte mir eine glückliche und helle Zukunft für Bronxwood gewünscht. Was sagst du, Liebling, dazu? Wir müssen Mario jetzt alle unterstützen. Dieses glitzernde Juwel, welches ich eigentlich auch in meiner eigenen Sammlung gebrauchen könnte, aber manche sind auch sehr voll mit solchen Dingern, wird ihm sicher unseren Beistand übermitteln. Genau, Papa! Mama, haltet durch! Haltet durch, Freunde! Mario! Papa! Durchhalten! Was? Mario von Papa? Ich dachte, das ist ein Luigi! Ja, Bro! Du reizt aber auch gar nichts, Alter! Der Hälfte bist du auch nicht! Alle sind versammelt! Alle sind versammelt! Bürgermeister! Die Armee ist vollzählig. Ich danke euch allen. Also gut. Eins, zwei. Mario! Ach, du schaffst es. Man muss wirklich sagen, das siebte Sternjuwel ist schon das geilste vom Aussehen her. Mhm. Alle Rufe kommen zu uns. Die Abonnenten, die neuen Zuschauer und auch die, die den Kanal noch nicht abonniert haben, sie alle wünschen uns Glück. Was ist? Was
sagst du dazu? Herr Tom, das ist ein Einsatz, mein Freund. Merkst du es auch, Mario? Alle unsere Freunde denken jetzt an uns. Na, wie gefällt dir das, Süße? Oh, guck mal, wie sie zittert, ey. Alle geben uns Kraft. Aber was ist das? Was sind das für seltsame Stimmen? Mario, das musst du sehen. Nein! Was, das war ein Leuchten? Mario. Die Stimme. Mario, das ist doch Prinzessin Peach. Mario, ich. Was soll das? Willst du dich mir etwa widersetzen, Blaublütchen? Mario, bitte, nutze auch meine Kraft für deinen Kampf. Hier, take that! Ehrenprinzessin! Klabauter, Mann! Alles ist aufgefüllt, Mama Mia, so ist er Kraft. Ich fühle mich so stark. Du elende Göre. Adieu, Mario. Ich baue auf dich. Peach! Was? Was ist das für eine verschlagene Kleine? Ihr seid völlig machtlos. Die Königin bin ich. Nicht mehr lange. Jetzt das letzte Gefecht. Also gut, ich werde euch in den Boden stampfen. Natürlich ist hier wieder Flucht nicht möglich. Und Freunde, ich weiß nicht, was uns erwarten wird. Aber wir brauchen wieder noch weitere Power, auch wenn wir jetzt schon ordentlich geboostet sind. Anders geht es nicht. Ja, sorry, Freunde, irgendwie hat das Steuerkreuz gerade nicht das gemacht, was ich wollte, aber plus 3, plus 2. Ja, hätte besser sein können. Dann soll sich die gute Nats hier mal reinziehen. In die Stellung fliegen und alles, was wir haben. Was war das? Dieser Körper, ich bin verwundbar? Oh! Und jetzt wird ernst, Mario. Bringen wir diese Hexe, was in uns steckt. Ihr Skelett. Ja. Wir haben endlich wieder einen Zuschauer. Hey, Moment mal, ich glaube, da sitzt sogar noch einer. Ach nee, es ist nur einer. Sorry. Musst du nochmal kurz schauen. So, Freunde, wir brauchen jetzt die ganze Power. Ich glaube nur, dass du die Königin noch mal scannen musst. Okay, dann machen wir das. Es wurden alle geheilt, das ist schon mal super. So. Bau! Das ist die Königin der Finsternis. Allein der Anblick ist Baundorf, aber du musst kämpfen. Maximal KP 150, Angriffskraft 7, Verteidigung 1. Sie schleudert Blitze und verwendet Magie, um Angriff und Verteidigung zu erhöhen. Außerdem kann ihr Atem dich vergiften, verwirren oder deine Kräfte schwächen. Schrecklich sind die Attacken der Königin, wenn sie sich aufgeladen hat. Solch Fall sollst du dich wirklich mit Barbaras Hochmilch-Technik schützen. Nicht denselben Fehler wie damals machen, Mario, okay? Greif übrigens nicht nur die Königin selbst an, sondern auch ihre Hände.
du dir also genau an, was sie macht, bevor du deine eigene Attacke auswählst. Also Mario, sein letzter Kampf und wir werden gewinnen. In Augen, Rina. Bingo, wer ist? Ah ja, stimmt. Unsere Zuschauer, da sind sie wieder alle. Jetzt geht's rund. Erst die Oma, dann der Hund. Warte, was? Ach egal, man kann sie wirklich als alte Schabracke sehen. Ich wollte gerade sagen, ein Bingo wäre jetzt übelst gut. Und wir bekommen es sogar. Ist mir auch viel dieses Bingos übrigens gescriptet. Du bekommst dieses Bingo immer, egal was du drückst. Aber endlich haben wir unsere Zuschauer zurück. Sehr schön. Scheiße, das war knapp. Oh Mann, ich hoffe, das langt. Mach der jetzt keine Nerven zeigen. Das ist der eine zu wenig. Nein, ist er nicht. Das war nicht Verschwendung von ihm. Genau, ich bin ja auch noch da. Take that. Boah, aber die hat echt ein geiles Theme, die Gute. Ich wollte gerade sagen, ich will ja nicht Spielverderber spielen. Aber du hättest eigentlich zu Barbara gehen müssen. Und ja, so viel zum Thema, ich mache denselben Fehler nicht nochmal nach der. Hä? Wo hat man denn gesehen, dass sie sich aufgeladen hat? Ja, sie hat doch so komisch geleuchtet. Wo das denn? Ja, ihr Peach-Körper. Wir können ja gerne zurückspulen an die Stelle. Er hat, sie hat sich in der letzten Runde aufgepusht und plus 7. Ich erzähl dir keinen Scheiß. Ich arbeite nicht für die Bild-Zeitung, ich sag immer die Wahrheit. Okay, Freunde, so, was machen wir da? In dem Fall wär's nicht schlecht, den hier jetzt einzusetzen. Das ist wahrscheinlich unser letzter. Aber was hältst du hiervon, meine Süße? Das umgeht sogar die Verteidigung. Oh, was fällt dir ein? Was ist das denn? Ich glaube, Kupio muss ich jetzt erstmal hier rausnehmen. Freunde, wir versuchen es nochmal. Weil Kupio ist echt schwindelig gespielt gerade. Boah, aber was ein Kampf, Freunde. Was hältst du eigentlich von ihrem Kampf-Theme? Nee, super. Also ist mit einer der besten Nintendo, also Mario Final Boss, aber ich muss sagen, dass von der älteren Prinzessin Schroob aus RPG 2 oder... Diesmal hat's geklappt. Oder Finsterbowser aus Mario Luigi 3 sind nochmal deutlich besser. So, sehr schön. Aber es macht wirklich Stimmung. Und ich weiß auch schon, was wir jetzt machen. Hä? Alter! Willst du mich umbringen? Freundchen! Digga! Kann ich wenigstens ein Item einsetzen? Ich persönlich würde einen Superfit machen. Oder kann er nicht mal Items nutzen? Das Problem ist, es kann halt passieren, dass er jetzt was komplett anderes macht. Das Problem ist, ohne Superfit stirbst du jetzt. Und dann sind deine beiden Lebenspilze weg. Und Superfit heilt alle Schadenseffekte. Superfit habe ich noch nie eingesetzt. Lady Fortuna ist genauso wie Sternfit. Ja, Mario macht es. Oh Gott sei Dank. Funktioniert genauso wie Sternfit. Heilt nur deutlich besser. Oh nein.
allem das Allerwichtigste, vor allem das Allerwichtigste ist Heilstabensbrecher. Das heißt, die scheiß Verwirrung ist weg. Aber wir können jetzt nicht mehr darauf bauen. Wir haben es jetzt nicht mehr. Wir haben keine Sternpunkte mehr. Aber die waren gut investiert. Und das hier wird hoffentlich auch gut investiert sein. Vor allem, weil du ja auch jetzt wieder BP hast. So. Jetzt ist das wieder weg. Weil ich muss auf jeden Fall immer wieder die Hände ausschalten, richtig? Weil wenn die auch noch zum Angriff kommen, wird's echt knackig, oder? Dann wird's richtig fahrig. Ja, mit euch bin ich noch lange nicht fertig. Was glaubt ihr, wen ihr vor euch habt? Boah. Die Gute macht echt keine halben Sachen und sie holt halt immer wieder die Scheiße zurück. Ich über... Ach nee, scheiße, das geht nicht. Hahaha, fail. Bitte, das muss jetzt sitzen. Okay, immerhin. Ja, wir haben sie schon mal unterhalb leider. Und die Hände sind wieder weg. Oh, bitte. Komm, Bingo, wichtig, wichtig, komm. Ah, Mist. Oh nein, was wird das denn jetzt? Leider ist nur das erste Ding, das ist gut. Alter! Ei. Mario braucht ganz dringend ein Item. Kann ich mit Kupio einen Powerpanzer raushauen? Geht das? Reicht das für die Hände da unten? Frage. Ich setze es ein und danach heile ich mich instant mit Mario. Ich glaube, er hat 8 gemacht. 8 Schaden. Ja, Gott sei Dank. Thank goodness. Und Mario, bitte heile dich unverzüglich. Und wir kriegen nochmal Feuerunterstützung von den Zuschauern. Mit den Kanonen. Aber Freunde, ich habe keine Wahl. Ich muss das jetzt machen. Ich brauche wahrscheinlich die Lebenspilze noch. So. Alles klar. Oh nein, doch, sie leuchtet jetzt. Ja, ich leuchte jetzt. Und was hast du jetzt vor, Süßer? Jetzt sehe ich es auch, liebe Freunde. Sorry für den Fail. Bisher habe ich das übrigens nur einmal gemacht, das sucht mich, und es ist fehlgeschlagen. Ja, ist dann soll es jetzt lieber nicht fehlen. Wiedersehen. Barbara ist die kleine Verräterin. Du Miststück. Take that. Good job, Barbara. Ich danke dir. Sag mal, Süße, was hältst du eigentlich hiervon? Oh, das wäre jetzt super. Ja! Ja. Top. Das war wichtig. Wichtig. Das erste Bingo ist gestartet. Aber 2 Bingos in einem Kampf, das ist schon stark. Ich hatte sogar 3, aber das zweite habe ich vergeigt. Seine BP zurück. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. 2 Bingos. Frühstück! Die hole ich mir zurück als Strafe. Sie macht es schon wieder. Du Scheigei! Ich bin ein. Oh. Ehrenabonnent. Ja, manchmal gibt es auch einen Hater da draußen. Ja, aber der Scheigei war ein Ehrenmann. Ja! Richtig und richtig. Jetzt lässt sie mich kaum noch angreifen, Alter. Jetzt wird's langsam echt schwer.
Oder soll ich Power Plus spielen? Ich glaube, das wäre jetzt eigentlich not bad, oder? Und wir hätten die Sternenergie dafür. Schwierig. Weißt du was, ich mache es. Es wäre eigentlich gut, ja. Vor allem Angriff brauche ich jetzt. Angriff ist wichtig. Absolut. Vor allem auch Verteidigung. Drei, drei diesmal, immerhin besser, aber fast die vier geschafft. Okay. Mist. Lecker. Oh nein, aber Barbara, Alter. Die macht das schon wieder. Oder nee, ist das nur ein normaler Heiler? Das ist nur ein normaler Push, oder? Also sie hat jetzt einen Power Plus gemacht. Aber sie holt jetzt nicht ihre Ulti wieder, oder? Eigentlich nicht, oder? Nee, sie hat sich jetzt nicht plus 7 gemacht. Nee, ich meine, sie feuert jetzt keinen Strahl ab, meine ich. Nein. Oh. Her damit. Na, baby, danke. Was ist denn hiermit zum Beispiel? Oder nee, eigentlich muss ich wechseln tatsächlich. Ja, da check, das machen wir. Weil wir haben jetzt Power Plus, aber sie leider auch. Also im Grunde ist das Spielchen noch gleich, wenn ihr so wollt, Leute. So. Oh, guck mal, langsam habe ich den echt drauf. Oh nein, das machst du nicht, Kleines. Alter. Ich hab die Faxen dicke mit dir. Wird das jetzt der feine Hit, Freunde? Finden wir es raus. Nein, wird es nicht. Den habe ich vergeigt. Wir lassen ihr noch eine letzte Runde Stunde. Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist wohl mehr als eine letzte Runde. Hat sich gerade um 13 KP nochmal geheilt. Nee, das war's mit der blöden Kuh. Die ist weg, glaub mir. Und ich habe keine Blütenpunkte mehr. Es ist vollbracht. Oh. Königin der Finsternis. Ist erledigt. Alter Freunde. Was? Im Original gibt es für diesen Kampf übrigens einen Sternpunkt, was total lame ist, aber... Hier hat sie gar nichts gegeben, oder? Nö. Ja, doch, 200 Münzen. Das ist... Ich... besiegt? Dieses Gesindel hat mich besiegt? Ich hatte gedacht, ich bekomme eine zweite Chance. Ah! Majestät. Ja. Leb wohl. Bis nirgendwann mal. Oh, was für ein Kampf, Leute. Alter Verwalter. Tja, da kann das Schattentrio nur noch schauen. Roberta, los, Rückzug! Das ist ja schrecklich! Jo. Ja, hey, wartet auf mich! Lagmann muss auch noch weg! Beim allen wilden Winden. Prinzessin Peach.
Dieser Spinner hier hat noch eine seiner Tabletten. Meinst du, wir sollten ihr die geben, damit sie wach wird? Ach nee, die Prinzessin ist frisch wie ein Fisch im Wasser. Eine einzige Verletzung, ein Glück. Mario. Und ja, Freunde, der Part wird zwar lang, aber seht es quasi als Doppelfolge fürs Finale. Wir geben euch in diesem Part einfach alles. Oh, es ist vorbei, Mario, oder? Verzeih mir, Mario, dass es so weit kommen musste. Meine Prinzessin, mach dir doch deshalb keine Gedanken. Jedenfalls, vielen Dank. Oh, hier bist du also, Mario. Super. Also wirklich, dass diese Fieslinge sogar mich, alten Mann, belästigen. Da habe ich mir Sorgen gemacht und bin euch gefolgt. Es sieht so aus, als hättet ihr sie alle erledigt. Was habt ihr wirklich großartig gemacht. Mir geht es gut. Viel wichtiger ist doch, schaut mal, was ich habe. Der Schatz. Das habe ich unterwegs gefunden. Ich wette, das ist der Schatz aus der Legende. Meine Theorie hat sich damit als wahr erwiesen. Es gibt also einen Schatz. Hey, Grumbart, wo du bist. Ja, ich weiß. Ist schon in Ordnung. Also, Ende gut, alles gut. Wir können ja langsam von diesem finsteren Ort verschwinden. Gute Idee. Geh mal zurück, Mario. Das ist besser. Oh, Freunde, was ein Kampf, ey. Hammer. Einfach nur Hammer. So, du willst uns schon verlassen? Schade, wirklich. Mit dir zusammen könnte ich meine Forschung rascher vorantreiben. Wir würden nie zulassen, dass sie Mario nur für ihre Forschung beanspruchen. Aber ich werde ihnen von nun an zur Seite stehen, Herr Professor. Also gut, danke, Gumbrina. Mario, vergiss uns nicht, auch wenn du weit weg bist. Und ich wünsche dir alles Gute, auch für deine künftigen Abenteuer. Niemals aufgeben, das ist das Wichtigste, was ich auf dieser Reise mit dir gelernt habe. Vielen Dank, Mario. Denk ab und zu an mich, ja? Mario, ich denke, durch dich bin ich ein wenig stärker geworden. Wie soll ich es sagen, ich fühle mich etwas wohler in meiner Haut. Und ich bin meinem Vater ein ganzes Stück näher gekommen. Naja, nicht so wie du denkst, sondern nur ganz normale väterliche Liebe halt. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber... Oh Mario, ich habe mich entschlossen, zum Theater zurückzukehren. Auf dieser Reise ist mir klar geworden, dass die Schauspielerei meine Berufung ist. Und das heißt, ich werde wieder im Rampenlicht stehen. Du musst dir das Stück unbedingt ansehen, wenn es fertig ist, ja. Du bist natürlich auch herzlich willkommen, meine kleine Prinzessin. Omba! Ich weiß, eigentlich heißt Mario, Yoshi. Aber für mich bist und bleibst du nun einmal Bomber, Josh. Weil ich in der Arena geboren wurde, bist du für immer mein Champion. Bomber Luigi. Wir sehen uns wieder, Bomber. Ganz bestimmt. Also Mario, ich glaube... Nein, schon gut. Peach und du, ihr seid wirklich ein schönes Paar. Auch wenn ich es gerne gewesen wäre. Ich werde diese Reise mit dir mein Leben lang in Erinnerung behalten. Deshalb bitte vergiss auch du mich nicht, Mario. Wenn Peach den je ranlassen würde. Mario, ich bin so dankbar, dass ich dir begegnen bin. An sich wüsste ich immer noch nicht, was meine Scarlett da oben denkt. Wahrscheinlich wäre ich vor die Hunde gegangen. Die Kettenhunde. Aber jetzt. Das merkt mich wieder. Ich schätze auch, Scarlett hätte das so gewollt. Wir sehen uns wieder, Mario. Und zwar das nächste Mal auf der offenen See. Es ist wohl an der Zeit, Abschied zu nehmen, Mister. Aber ich sage nicht, lebe wohl. Denn diese Stadt, sie ist doch irgendwie auch deine Stadt. Wenn du magst, komm jederzeit vorbei. Pass gut auf dich auf und bis bald, mein süßer Mr. Schnauzer. Definitiv. Und das Schiff muss jeden Moment kommen. Oh, was haben die denn für uns? Die Bubus.
gut, dass wir dich noch erreicht haben. Nimm das hier. Wir haben dir das als Reiseproviant gebracht. Du magst doch so frisch gepflückte Pilze, oder? Was ist besser als ein Pilz? Hm. Ich hoffe aber nicht, dass Crucius seine Finger an denen hatte. Bestimmt nicht. Das ist so nett von euch. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch allen. Ohne euch wäre unsere Welt in Finsternis versunken. Aber euer aller friedliebende Herzen haben die Welt gerettet. Lasst mich euch meinen tief empfundenen Dankbarkeit aussprechen. Papalapap, wir haben zu danken. Wenn ihr nicht gekommen wärt, würden jetzt Crucius und die Königin der Finsternis regieren, ganz sicher. Wahrscheinlich nur die Königin der Finsternis, weil sie hat ja Crucius Babum gemacht. Doch. Sehr schön, wo das kommt. Ich ignoriere Mario, der ist komplett egal. Er hat ja nur die ganze Arbeit gemacht, neben dem Partner, stimmt. Entschuldige, Meister, ich muss wohl ein wenig verschlafen haben. Also komm an Bord, ich mache euch einen Sonderpreis für die Überfahrt als Gegenleistung. Bleibt alle gesund. Auf Wiedersehen. Die Leine los, wir nehmen Kurs auf das Pilzkönigreich. Freunde, ein Spielende ist nie immer gut, weil man halt weiß, dass es zu Ende. Da wird man immer echt sentimental und emotional. Ja, so ist das halt. Jede Reise endet irgendwann. Was für eine Reizen. Was für reizende Menschen. Natürlich ist diese Entführung in Rohlingen eine schreckliche Erinnerung. Aber in Wirklichkeit steckt diese Stadt wahrscheinlich voller Lebensfreude. Ja, und voller Gauner. Mario, ich hatte solche Angst, als diese Kerle mich entführten. Aber, also, Tech hat mir wirklich sehr viel Kraft gegeben. Und ich habe die ganze Zeit über gewusst, dass du mich retten würdest. Vielen Dank, Mario. Vielleicht sollte ich von nun an doch lieber öfters auf Todsworth hören. Ja, tu das bitte! Ah, oh, sieh mal! Ich glaube, Mario gefällt es überhaupt nicht, dass es Rohlingen. Das ist ein Konkurrent. Ist das nicht herrlich? Definitiv ein schöner Anblick. Ich meine, die Finsternis ist endgültig wohl besiegt. Und jetzt strahlt die Sonne. Aber leider endet auch unsere Reise. Oh nein! Das war so. Was für ein Abenteuer. So voll epic, ne? Gut, auf jeden Fall, dass Prinzessin Peach endlich wieder in Sicherheit ist. So, ne? Epic, krass, geil. Und nebenbei noch die ganze Welt zu retten. Mario, du bist einfach der Geilste. Ich meine, hat ja auch meine voll epic Abenteuer, so, ne? Mit Eclair, du weißt, ich durfte ja wenigstens ran, so, ne? Ist ja schon eine Weile vorbei, aber ich wette, du denkst immer noch oft daran, so, ne? Wie es wo all deinen Freunden geht, die dich begleitet haben. Ich meine, deine mochten dich wenigstens im Gegensatz zu meinen. Meine haben mich alle gehasst, so, ne? Oh, ich hab das gerade eine Mail bekommen, so, ne? Mit Internet und so, ne? Ja, yeah, voll epic, mein Freund. Hallo Mario, ich bin es Gumbrina. Wie geht es dir immer so? Ich bin immer noch bei Professor Gumbart. Die Königin der Finsternis ist zwar geschlagen, aber um die Rohlinger Legende gibt es immer noch viele ungeklärte Fragen. Deshalb werden der Professor und ich unsere Forschungen noch eine Weile fortsetzen. Ja, ist doch geil. Hm, definitiv. Allerdings sind viele neue Fakten ans Licht gekommen. Unser gemeinsames Abenteuer hat sehr viel zur Altertumsforschung beigetragen. Oh, Bro, du hast dich ernsthaft wieder einen Gegner vergessen zu scannen. Warum ist der Mülleimer schon wieder voll? Ich wusste es, Mario. In jeder Legende steckt ein Körnchen Wahrheit. Ja, ich glaube, das sind wohl immer noch diese Fussis oder so, keine Ahnung. Ach, weißt du eigentlich, was in der Schatzkiste war, die der Professor gefunden hat? Oh, jetzt bin ich mal gespannt, Freunde. Was war der Schatz? Es war... Das bleibt ein Geheimnis. Du erfährst es, wenn wir uns wiedersehen. Blöde Kuh. Ich will sie auf ein Date einladen. Ja, sie hat Lust auf dich. Sie will dich. Wer braucht Peach, wenn man Gumbrina haben kann? Ich habe noch einmal alle Schauplätze unseres Abenteuers besucht. Und natürlich habe ich auch all unsere Freunde getroffen. Wow. Jetzt klärt sich auch die Frage, was sie wohl Schönes mittlerweile machen. Ja, wie könnte es auch anders sein, ne? Kupia führt mit seinem Vater Kupino und den anderen ein unbeschwertes Leben. Und Mario, kannst du dir vorstellen, wovon Kupio träumt?
Er möchte Bürgermeister werden und Blütenballer noch friedlicher machen. Ich habe schon gestaunt, als er das erzählt hat. Aber das passt zu ihm. Ich habe mich sehr gefreut, ihn so glücklich zu sehen. Irgendwie ist er sehr erwachsen geworden. Nur wegen Kopien kommt er noch immer nicht an. Ja, so alt wie der Typ ist, dauert das wahrscheinlich nicht mehr lange. Was? Rumpel? Das ist doch Rumpel, oder? Ariona hat ihr großes Comeback geschafft. Sie sah prächtig aus. Das Stück, in dem sie gerade spielt, basiert auf unserem Abenteuer. Es heißt Paper Mario und ist unheimlich spannend. Stell dir nur vor, dieser Rumpel steht mit dir auf der Bühne. Seine Verwandlungskünste sind wohl sehr nützlich. Trotzdem komisch, oder? Eigentlich müsste es ja Paper Mario die Legende vom Eontor heißen, aber... Naja. Grace ist Kämpfer in der Falkenheimer Arena geworden. Er behauptet, er würde bald gegen den Champion antreten. Stell dir vor, sein Kämpfername ist Bomba Luigi Junior. Ich konnte mich fast nicht einhalten vor Lachen. Ist schon süß, der Kleine, ne? Was für ein Süßling, wie ich damals schon sagte, als er zu uns gekommen ist. Und stell dir vor, was er neulich gesagt hat. Bomba würde ich jetzt mit Leichtigkeit schlagen. Wirklich, er nimmt den Mund immer noch ziemlich voll. Ja, so und Essen, und Essen tut der Kleine übrigens immer noch gerne und viel, also wen wundert's. Barbara ist zu ihren Schwestern zurückgekehrt, sie will ihnen noch eine Chance geben. Naja, ob das so gut ist, kann jeder sehen und wie er will, aber wenn sie sie jetzt gut behandeln, dann ist es okay und sie jetzt auch wirklich wie ihre Schwester behandeln, aber wenn sie sie nach wie vor noch mies behandeln in Zukunft, dann solltest du sie endgültig abschreiben, meine Gute, wirklich. Die Königin der Finsternis ist geschlagen. Da ist Brunhilda wohl auch sehr religiös geworden. Außerdem hat mir Brunhilda versprochen, Barbara nie wieder zu ärgern. Ich denke, dass die drei Schwestern sich von nun an gut vertragen werden. Und Mario, du solltest Barbara von Zeit zu Zeit besuchen. Alter, die sind alle geil auf Mario. Oh Mann. Und auch natürlich darf diese wundervolle Truppe nicht fehlen. Aber Bartom bei... beim Piratenkönig Cortes? Ein ungewöhnliches Bild, oder? Bartom fährt jeden Tag mit Cortes Schiffs auf dem Meer. Seine Zweifel scheint er hinter sich gelassen zu haben. Neulich habe ich ihn zufällig auf der Eiswerft Fusaria getroffen. Er war so voller Energie, dass er fast zu explodieren schien. Bestimmt wäre auch Scarlet froh, ihn so glücklich zu sehen. Und ehe ich es vergesse, den Bewohnern der Eisler Fusaria geht es hervorragend. Das ist doch schön zu hören. Das ist doch hervorragend. Margarina betreibt noch immer ihren Ordenshop in Rohling. Die hat einen eigenen Ordenshop? Gelegentlich kommt sie uns besuchen. Aber nach wie vor ist ihr Laden oft geschlossen, weil sie irgendwo nach Orden sucht. Gerade neulich hat sie wohl wieder einen ganz seltenen Orden gefunden. Und sehe ich richtig, sie hat eine neue Augenklappe? War die nicht zuvor immer rot? Nö, das ist einfach nur ihre, zivile. Ihr ziviles Outfit. Achso, ja, aber sie hatte auch diese starken High Heels und alles. Und die rötliche Brille und alles, also ja. Typischer Nagger, typisch Nagerine, immer unterwegs auf der Suche nach Beute. Ja, genau das meinte ich. Jetzt wieder das Rote und die High Heels. Wenn du den Team bekommst, kannst du die auch tatsächlich in ihrer zivilen Form im Ordenladen sehen, ne? Ach nee, wen haben wir denn da? Ach ja. Ich bin noch am Leben, Leute! Es geht das Gerücht, Crucius und Fossilus wären noch am Leben. Wenn das wahr ist, sind sie ganz schön zähe Brocken. Aber ich hoffe, auch sie haben ihre Lektion gelernt. Und stell nichts Böses mehr an. Immerhin hat Crucius nicht mal mehr einen Körper, sondern nur noch einen Kopf. Das glaubst doch nur du, Gumba-Mädchen. Ich plane schon meinen nächsten großen Coup. Freunde! Ihr wisst, was das für ein Ort ist, oder? Wenn wir gerade von den Überlebenden sprechen, er ist auch noch da. Er ist ganz wild drauf, dich zu treffen. Und natürlich die Prinzessin. Und ja, liebe... Mario gar nicht gefallen. Und ja, liebe Freunde, auch Tech und die Basis existiert noch. Denn nach der Explosion hat sie sich einfach der Erdanziehungskraft anpassend wieder zusammengefügt. Klingt zwar sinnlos, ich weiß, aber so ist es nun mal passiert.
Oder was sagst du, dass sie crazy? Man kann nur die Gegner natürlich noch finden. Das heißt, dann geht das ein bisschen Gameplay. Und was mich betrifft, manche Erfahrungen waren zwar ein wenig schmerzlich, aber ich bin doch froh, dass ich an deinem großen Abenteuer teilnehmen durfte. Allerdings gibt es etwas, das ich dir nie sagen konnte, und zwar... Nein, das bleibt mein Geheimnis. I love you! Mario, wer braucht Peach? Du hast Umbrina, du hast Barbara. Du hast doch noch Margarine und Areona, aber die braucht eigentlich keiner. Richte Prinzess Peach meine Grüße aus. Bis bald, deine Umbrina. Deine? Ja, so voll epic, ne? Ich meine, du hast ja mega Harem so aufgebaut und so, ne? Warum kann ich das nicht so haben? Ich meine, so, ich habe ja Eclair so, ne? Ich meine, ich habe mich ja wenigstens rangelassen. Was ich jetzt schon mit Mama meine, so, ne? Aber, naja, es scheint mir halt ganz gut zu gehen, so, ne? Freunde, kleines Easter Egg, schaut mal da rechts hinten, die beiden Bilder. Ja, jetzt ist da nicht nur ein Bild von dem Partner von Paper Mario 1, sondern jetzt ist da auch ein Bild von dem Partner aus Paper Mario 2. Und die Karte übrigens da oben, das sind... Das ist eine Weltkarte aus Paper Mario 1. Oh, bekommen wir einen Besuch? So, hast du ein Freundmädchen gebucht oder was? Seid gegrüßt. Epic-Besuch, Mama Mia. Okay, so, das ist ja doch so keine Freundmädchen, so, ne? Das ist ja Peach. Hallo Mario, hallo Luigi. Mario, entschuldige, dass wir hier so plötzlich reinplatzen, so, ne? Neulich haben wir die Lagerräume im Schloss aufgeräumt. Kaum glauben, was wir da gefunden haben. Stell dir nur vor, wir haben eine Schatzkarte gefunden. Diesmal ist es ganz bestimmt ein richtiger Schatz. Also Mario, gehen wir auf Schatzsuche. Das Schiff wartet schon. Oh, so, komm jetzt hier, so epic, ne? Ich will auch endlich auf Schatzsuche gehen, so, ne? Damit ist diese Geschichte zu Ende. Tja, Freunde. Jetzt kommen die Credits! Die Credits! Wie könnte es auch anders sein? Und wer spielt die ein? Natürlich der Gute hier. Aber Kirby! Mein Lieblingspartner aus Paper Mario 1! Und das war Paper Mario, die Legende von Eonator. Was ein Legendenspiel. Und natürlich nutzen wir die Zeit, um auch ein gutes Fazit abzugeben, liebe Freunde. Also kommen wir jetzt mal zu den ganzen Punkten. Paper Mario 2 war ein unglaublich geiles Spiel, muss ich sagen. Ich überlege gerade. Also ich glaube, wir fangen wahrscheinlich wie üblich mit den negativsten Punkten an und dann kommen die positiven, aber ich glaube, da gibt es tatsächlich nicht so viel Negatives. Hast du denn negative Punkte, die dir wahrscheinlich nicht so gut gefallen? Also sehr wenige, weil man muss einfach zugeben, die negativen Punkte, die jetzt früh, vor allem das siebte Kapitel mit dem Head-Tracking-Flieger, diesem blöden Bombengeneral, das entfällt halt durch diesen neuen Teleportraum nahezu komplett auf Kapitel 4 haben sie überarbeitet, halt nicht genauso wie immer sie gehofft hat. Auch alle Zensuren, wie zum Beispiel das mit Barbara, wurde ja gestrichen, was ich auch sehr gut finde. Nintendo ist halt endlich in der Gegenwart angekommen. Was man halt vielleicht noch kritisieren könnte, ist, dass sie bestimmte Dialoge umgeschrieben haben, wie zum Beispiel den Bumba-Dialog am Anfang des Spiels, aber an sich sind die Kritikpunkte wirklich sehr gering. Sie haben grafisch aufgebessert, obwohl das Spiel ja nur 30 FPS läuft, nicht die 60. Vielleicht noch nicht schwierig, vielleicht hätten sie noch einen Hard Mode hinzufügen können. Vor allem aber auch, wie gesagt, hier zum Beispiel, es gibt jetzt einen Bosskampf gegen Dark Toadstar, was auch mega geil ist. Das heißt, sie haben generell neuen Content hinzugefügt. Wie gesagt, das Einzige, was ich halt noch cool gefunden hätte, vielleicht kriegen wir es ja noch als DLC, wenn sie das mit Luigi gemacht hätten, also sein Story spielbar gewesen wäre. Das ist vielleicht das Einzige, was ich kritisiere, aber ansonsten ist das Spiel für mich eine 10 out of 10. Genau, es ist das perfekte, es ist das perfekte Mario RPG für mich persönlich. Kommen wir tatsächlich jetzt zu meinen negativen Punkten. Also was mir tatsächlich auch nicht so gefallen hat, war,
dass es an manchen Stellen einfach echt gestreckt war. Wie zum Beispiel hier in Düsterdorf die ganze Zeit das Hin und Her. Auch wenn sie das jetzt vereinfacht haben, aber wie ich schon sagte, man hätte die Röhre ruhig schon früher ins Spiel rufen können. Also und auch zum Beispiel das mit der Kanone am Ende, wo man die ganze Zeit nochmal alle Welten bereisen musste. Ich fand, das war echt eine zu große Streckung und das musste wirklich nicht sein. Aber ansonsten, also die Länge des Spiels kommt, die ist mal echt geil. Definitiv mehr als ausreichend, weil ihr habt es ja gesehen, Freunde, das sind... Also 40 bis 50 Stunden Story-Spielzeit, das ist schon echt richtig. Also von der Länge des Spiels kann man sich echt nicht beschweren. Also die Schwierigkeit, Freunde, die ist auch echt gut vorhanden. Und ja, wer es halt schwieriger mag, da wäre wirklich ein harter Modus echt nicht schlecht gewesen. Ja, na gut, es gibt tatsächlich einen Orden, den kannst du anlegen, der heißt Autsch. Er verdoppelt jeglichen Gegnerschaden. Ja, gut. Und was man auch dazu sagen kann, ist, der Soundtrack in dem Spiel ist halt auch mega, mega gut. Manche Sachen wurden zwar umgeändert, aber wie gesagt, ich kenne das Original nicht. Ich kann halt wirklich nur das bewerten, was ich gehört habe. Und es gab so gut wie gar keinen Track, der mir nicht gefallen hat. Auch, dass man zum Beispiel in jeder Welt, in jedem Kampf einen eigenen Track hatte von den Gegnern. Das war auch echt epic. Und diese Vielfalt hat es einfach rausgehauen, liebe Freunde. Vor allem dem der neue Sound wirklich gefällt, der kann ihn ja mit dem Orden wieder so machen, dass er den alten hört, was ich ja auch super finde. Das ist auch eine geile Neuerung. Und auch die Rätsel haben mir echt gut gefallen, liebe Freunde. Also es ist nicht nur ein Kampfmix, sondern auch tatsächlich ein Rätselmix. Also das fand ich war auch echt gut. Und auch die Story war einfach nur geil, liebe Freunde. Ich meine, diesmal war es ja nicht mal mehr Bowser. Wir sehen ihn hier direkt, der Peach entführt hat, sondern es waren einfach mal Kursionen. Und die haben dann halt auch wirklich Peach dafür benutzt, die Shadow Queen bzw. die Königin der Finsternis zurückzuholen. Also storytechnisch haben sie hier echt abgeliefert. Ich glaube, besser geht's echt nicht, oder? Oder zur heutigen Zeit ist echt schwer, dass Nintendo noch sowas abliefert. Aber wer weiß, vielleicht machen sie es ja noch in Zukunft. Wir können euch wirklich nur raten, zockt das Game, es ist einfach nur geil. Also von uns gibt es eine klare Kaufempfehlung. Wer das Spiel nicht zockt, der wird mit keinem einzigen Mario Story Spiel glücklich. Von 1 bis 10 Punkte, was würdest du dem Game geben? 0,2, 0,5, 0,6 geht übrigens auch. Also ich glaube, ich gebe eine 9,8. Echt jetzt? So stark? Ja, das Spiel ist für mich nahezu... Also für Mario-Verhältnisse ist das Spiel nahezu perfekt. 9,8 ist da echt schon zu großzügig. Ich würde tatsächlich sagen, ich gebe eine glatte 9. Weil wie gesagt, an manchen Stellen war es halt einfach gestreckt. Aber sonst eine 9 ist eigentlich mehr als gut, ja, Freunde. Ja, gut, ich muss halt zugeben, ich kenne ja auch das Original. Und gerade wegen den Verbesserungen, die getätigt wurden. Und vor allem das Original war ja schon echt gut. Gerade wegen diesen Ich finde ein Remake... muss immer vor allem viel Quality of Life bringen und gerade dieses Spiel macht es. Das Spiel macht es wirklich angenehmer zu spielen, im Gegensatz zum Original. Und wie gesagt, und natürlich ist auch die Grafik echt geil geworden. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, liebe Freunde. Und jetzt seid ihr dran. Gerne dürft ihr auch, wie üblich, euer Fazit in die Kommentare abgeben. Und jetzt bleibt uns natürlich nur wieder Danke zu sagen, dass ihr uns durch dieses großartige Let's Play begleitet habt. Auch nochmal ein herzliches Danke für euren Support, für eure Unterstützung. Und auch nochmal ein herzliches Danke an dich, lieber Craze, dass du mit am Start warst. Es hat richtig viel Spaß zusammen mit dir gemacht. Ich bedanke mich auch hier gewesen zu sein. Ich bedanke mich, dass der Yoshi nach mir benannt wurde. Ich hatte großen Spaß. Ich hoffe, ihr habt unsere auch sehr einzigartigen Synchronisationen genossen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich wieder zu Gast sein darf auf diesem Kanal. Und wer weiß, liebe Freunde, vielleicht werde ich auch noch ein bisschen Postgame machen, aber muss mal schauen. Also. Abonniert den Kanal fürs Postgame! Bis zum nächsten Mal dann. Bei wahrscheinlich einem neuen Projekt oder an einem, an dem ich gerade dran sitze oder vielleicht auch hier. Also, bis dann. Euer Mr. Tag.
Und natürlich heute auch euer Grace. Macht's gut. Ciao.